Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Energieaußenpolitik ist mehr als Energiepolitik, Kollege Trittin. Das sind die ersten Worte in der Vorbemerkung Ihrer großen, übergroßen Anfrage mit über 180 Fragen. Und ich muss sagen, da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht, weil es einfach schlicht und ergreifend so ist. Energieaußenpolitik ist natürlich Sicherheitspolitik. Energieaußenpolitik ist auch Klimapolitik. Das ist völlig klar. Aber Ihre Schlussfolgerung allerdings, die ist mir ein wenig ungeeignet dafür, sogar vielleicht kontraproduktiv auf unsere eigene Energieversorgung und Energiewende. Und darauf will ich mich beziehen, auf das, was wir im Inland für Hausaufgaben zu machen haben. Denn Außenpolitik ist nämlich unmittelbar, steht in unmittelbarer Kohärenz mit der nationalen Energiepolitik. Und darauf will ich mich beziehen. Wenn wir hier im Lande nämlich die Akzeptanz für unsere Energiewende verlieren, dann haben wir global gesehen ganz, ganz schlechte Karten. Denn Energieaußenpolitik ist auch mehr als nur reine Klimapolitik, wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben. Es darf daraus auch keine Glaubensfrage gemacht werden. Und Energiepolitik ist selbst mehr als der bloße Zubau von erneuerbaren Energieanlagen ohne die Abnahmemöglichkeit und ohne die Nutzbarkeit. Es darf bei unserer Energiepolitik und bei unserer Energiewende keinen Aktionismus geben. Und Ihre Fragestellung und Ihre Debattenbeiträge und auch der Beitrag eben machen sehr, sehr deutlich, dass das energiepolitische Zieldreieck, was wir uns gemeinsam ja gesetzt haben, von Ihnen nicht mehr verinnerlicht wird. Ich darf das noch mal in Erinnerung rufen. Das ist zum einen die Versorgungssicherheit, die haben Sie angesprochen, die kommt mir aber zu kurz. Das ist die Bezahlbarkeit und da ist natürlich die saubere Energieversorgung. Aber wir haben immer gesagt, das ist ein gleichschenkliges Dreieck. Es ist alles gleichwertig. Aber dieses Zieldreieck wird zunehmend rein klimapolitischen Anstrengungen in Anführungsstrichen geopfert. Sie schreiben nämlich in Ihren Vorbemerkungen, ich darf zitieren, Energiesicherheit wird es auf Dauer nur geben, wenn es gelingt, die Klimakrise aufzuhalten und den Klimawandel zu begrenzen. Das ist natürlich richtig, da kann jeder von uns auch klatschen, aber Sie ordnen quasi alle anderen energiepolitischen Ziele, die es ja auch noch gibt, die ich ja erwähnt habe, dem Klimaschutz unter. Und eine solche einseitige Energiepolitik hat keine Chance auf Erfolg, findet keine Mehrheit in der Bevölkerung und sie führt in eine Sackgasse, das muss man ganz deutlich sagen. Eine abgestimmte Energieaußenpolitik ist enorm wichtig. Energie muss für alle Menschen in Zukunft verfügbar sein, muss bezahlbar sein. Energie, Wärme, Strom darf niemals zu einem Luxusartikel werden. Und dazu gehört aber auch, dass wir anerkennen, dass unterschiedliche nationale Energiemixe mit einer gemeinsamen europäischen Energieaußenpolitik vereinbar sind. Wir brauchen in Europa so viel wie nötig dieses Europa und nicht so viel wie möglich. Gemeinsame Ziele kann man gerade hier auch mit national unterschiedlichen Energiemixen und Wegen erreichen. Und so viel Akzeptanz müssen wir auch bringen. Wir können doch nicht wirklich unseren europäischen Nachbarn vorschreiben in Europa, dass wir zum Beispiel den polnischen Nachbarn sagen, ihr dürft eure Kohle nicht nutzen. Wir dürfen doch den französischen Nachbarn nicht sagen, wir verordnen euch jetzt den Atomausstieg. Daran werden wir scheitern und letztendlich gar nichts erreichen. Und dann werden mehr und mehr Menschen durch die Bevormundung vielleicht sogar Europa verlassen wollen. Das müssen wir verhindern. Und wenn Deutschland Motor einer Energiewende weltweit oder auch Motor für den Ausbau der erneuerbaren Energien sein will, dann müssen wir selbst erfolgreich sein. Wir müssen es den anderen zeigen, wie es funktioniert. Und hier müssen wir uns ehrlich machen. Und lieber Kollege Trittin, was wir gegenwärtig im Bereich der Energiepolitik machen, ist wenig stimmig, ist zu teuer und es ist vor allen Dingen auch umweltpolitisch sehr, sehr fraglich. Und mit wir, na selbstverständlich, mit wir meine ich aber uns alle, was wir in Deutschland in der gesamten Gesellschaft machen. Und das Stromeinspeisungsgesetz, lieber Kollege Trittin, das haben Sie alles auch mitgetragen, aber die Stimmigkeit fehlt mir doch. Es geht doch gar nicht darum, wer jetzt für die Politik zuständig ist. Es geht darum, was wir letztendlich in der Gesellschaft daraus machen. Allein für die Stromwende, und da kommen wir mal zu den Fakten,
zahlen die Verbraucher und Unternehmen in Deutschland über 30 Milliarden Euro im Jahr. Und da kommen die Kosten der Netzentgelte dazu, durch Zubau, durch Redispatch. Und ich fürchte, dass allein, lieber Kollege Trittin, dieser Kostenblock hält viele Länder schlichtweg ab, von einer europäischen Energiewende global ganz zu schweigen. Und hinzu kommt, dass die Energiewende massiv an Rückhalt in der Bevölkerung verliert. Der Ausbau der erneuerbaren Anlagen kann nur mit der Bevölkerung zusammen gelingen. Ich will Ihnen mal ein paar schlechte Beispiele aus Brandenburg bringen. Die Windeignungsgebiete werden in Brandenburg, aber auch anderswo, gesetzlich durchgedrückt. Sie werden regelrecht durch die regionalen Planungsgemeinschaften gepeitscht. Da kommen eine Dorfgemeinschaft nach der anderen, wird in Opposition gebracht zur Energiewende. Geringe Abstandsflächen sind inakzeptabel zu den Wohnbebauungen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, eine Windenergieanlage von 230 Meter Höhe, Nabenhöhe, kommt bis in der Uckermark bis zu 800 Meter an die Wohnbebauung heran. Bei Zielabweichungsverfahren sogar an 500 Meter. Jetzt erklären Sie das denen mal. Ich lade Sie gerne ein, einfach mal in ein Haus zu gehen, die Türen und Fenster zu schließen und vor einer Anlage mit 230 Metern zu sein. Den Infraschall, die Lärmbelästigung, die Menschen wollen einfach schlicht und ergreifend, dass ich, und das müssen Sie auch mal ernst nehmen, meine Damen und Herren, das müssen Sie auch mal ernst nehmen, die Akzeptanz geht verloren und das gehört zu einer Energiepolitik dazu. Die Netzentgelte werden nicht bundesweit umgelegt. Und jetzt kommt ja der größte Treppenwitz. Windkraftanlagen werden in den Wald gestellt. Windkraftanlagen werden in den Wald gestellt. Der größte CO2-Speicher ist nun mal der Wald. Und jetzt müssen wir um eine energiearme Energieversorgung in den Wald zu stellen, müssen wir den Wald hektarweise abholzen. Das, meine Damen und Herren, ist absolut unlogisch. Und Kollege Köppen, Sie haben es nicht bemerkt. Ich habe gerade die Uhr angehalten und sobald ich überwiegend wieder das Wort habe, stelle ich Ihnen die Frage, ob Sie eine Bemerkung oder Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90. Also ich erwarte nicht sehr viel Erkenntniszugewinn, deswegen lassen wir das mal lieber. Also, meine Damen und Herren, Anlagen werden wegen fehlender Leitungen abgeschaltet. Gilt das auch für die Fragen der Kollegin Eva Bulling-Schröter, die sich auch meldet? Nein. Anlagen werden wegen fehlender Leitungen abgeschaltet und die Windmüller bekommen trotzdem ihren Anteil bezahlt. Das ist gut für die Investoren, das ist aber nicht gut für die Energiewende, denn sie verlieren Akzeptanz. Und meine Damen und Herren, es dürfte auch nur der Strom vergütet werden, der letztendlich auch durch den Zähler fließt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir auch keine Chance, neue Innovationen, Speichertechnologien, bedarfsgerechte Angebote zu finden. Dann laufen wir mit unserem jetzigen Know-how durch die hohe Messlatte hindurch. Und jetzt kommt ein letzter Aspekt, der auch sehr wichtig ist. Sie haben ihn angesprochen, Herr Kollege Trittin. Die Abhängigkeit von Energieimporten müssen wir senken. Und dazu gehört auch eine ehrliche Energieaußenpolitik. Daher ist es notwendig, und das sage ich ganz deutlich, dass wir unsere heimischen Ressourcen sinnvoll und so sauber wie möglich nutzen. Na, selbstverständlich die Braunkohle. Es ist nämlich scheinheilig, es ist absolut scheinheilig, die heimische Braunkohle zu verteufeln und dann über die Energieaußenpolitik zu philosophieren. Wenn wir auf die heimischen Energieträger verzichten, steigt unsere Abhängigkeit natürlich, aber von fossilen Energieträgern. Und das ist unredlich und verschiebt nur das Unliebsame ins Ausland. Wir sind sauber, die Dreckspatzen sitzen woanders. Und wir müssen auf Prozesse und Techniken setzen, die die Kohleverstromung sauberer machen, umweltverträglicher machen. Wir können zurzeit nicht auf die heimischen Ressourcen verzichten, wenn wir sie zu einer bezahlbaren und sicheren Energieversorgung beitragen. Und in dem Sinne plädiere ich auch an das Umweltministerium, jetzt bei den Verhandlungen im sogenannten BREF-Prozess, das ist der Prozess um die bestverfügbare Technik, nicht in Brüssel auszudealen, dass wegen möglicherweise mehr Ausstoßmöglichkeiten die Braunkohle-Leute dazu, gebracht werden sollen, im Jahre 2030 freiwillig von allen Anlagen auszusteigen.
Das ist energiepolitisch nicht darstellbar. Wir können aus dem Kohleausstieg bis zum Jahre 2030 nicht aussteigen, weil weder bei der Energieaußenpolitik noch bei den Herausforderungen, die wir haben, bei den Erneuerbaren, bei den Kosten, bei der Verfügbarkeit, bei den Schwankungen, bei der Akzeptanz, bei der Versorgungssicherheit und bei der Grundversorgung und beim Lastmanagement. Lassen Sie also Ihren komplexen Fragenkatalog nutzen, um eine moderne Energieversorgung im Kontext des Zieldreiecks und eine faire, eine realistische und eine ideologiefreie Energieaußenpolitik zu gestalten. Dazu haben Sie die herzliche Einladung. Kollegin Bulling-Schröter, ich bitte Sie einen Moment um Geduld. Es gibt die Anmeldung von zwei Kurzinterventionen. Als erstes hat der Kollege Harald Petzold das Wort.